Jetzt ist sie in Betrieb, die neue Etikettiermaschine des Freiberger Brauhauses. Landrat Volker Ulich und der Sprecher der Geschäftsleitung des Brauhauses, Michael Esslinger, nahmen die neue Maschine erst in Augenschein und dann in Betrieb. Die neue Maschine ist nicht nur energiesparender, sondern arbeitet auch wesentlich effizienter. Pro Stunde können 60.000 Flaschen etikettiert werden und die Etikettierqualität wird deutlich angehoben. Ebenso integriert in die neue Maschine sind die Datierung und die Etikettenkontrolle. Insgesamt 1,2 Millionen Euro investierte die Brauerei in die neue Anlage.